Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist relativ schön und auch nicht so kalt wie gestern, finde ich. Ich wünsche euch erstmal ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Weekend-Vlog. Ich bin heute nicht ganz so schick. Habe mich einfach nur mal kurz angezogen, weil ich hatte ja schon alles, sag mal, in die Tüten gepackt und habe jetzt gestern Abend schnell noch dieses neue Shirt rausgeholt. Habe gerade noch mit Ach und Krach Unterwäsche gefunden und meine Strümpfe habe ich auch noch nicht entdeckt, die da, weil ich keine neuen gefunden habe. Und die von gestern kann ich nicht anziehen, voll Mehl. Also ja, mache ich normalerweise natürlich nicht zwei Tage eine Strümpfe anziehen, aber jetzt muss ich erstmal in meinen ganzen Säcken kramen und schlafen ja noch. Auch meine Schwiegertochter schläft noch in meinem Zimmer, beziehungsweise die war eben Woche was wieder eingeschlafen. Hier unten ist auch noch alles ruhig, bis auf das Zimmer meiner Tochter. Da höre ich schon Baby. Gebrabbel. Ja, so ist das. Hallo. Ha, immer wenn ich anmache, fängt sie an. Ich bin jetzt draußen, es hagelt und es ist windig und eklig und wirklich nicht schön. Wir werden gleich losfahren. Ich bin schon voll in Vorbereitung. Meilis Futter habe ich auch eben abgekocht. Das heißt, dass ich das gleich, in Tüten verpacken werde. Ich hoffe jedenfalls, dass es noch hinkriegt. Ich werde so ein paar Minuten draußen hier im kalten, draußen auf dem Balkon stehen lassen oder auf der Terrasse, damit das abkühlt. Dann packe ich das in Tüten und ich würde sagen, dass wir dann auch langsam losfahren werden. Dann friere ich das da ein. Ja, einen großen Kühlschrank hatte. Ich muss gerade überlegen, ob der auch einen großen Kühlschrank hat. Sonst kriege ich tatsächlich Probleme in den. Ich habe nämlich extra viel gekocht diesmal, damit ich da nicht wieder ran muss so schnell. Ja, weil Miley hatte ja heute kein Futter mehr. Das war das Letzte, was ich gestern verbraucht hatte. Und dann ich wusste ja jetzt auch nicht, wann fahren wir. Und ich dachte, ich mache das jetzt morgens früh, koche ich das schnell ab, dann ist es durch. Genau, und das werde ich dann ihr geben, wenn wir dann da sind heute Abend. Jetzt jedenfalls wird das unser letzter Spaziergang sein. Wir müssen zurück, das geht gar nicht, weil erstens wird mein Mann, hat er keine Klamotten hier zum Wechseln mehr und der will auch aufs Dorf oder ganz kurz morgen auch noch ins Büro. Und mein Sohn muss zurück. Die anderen sind schon los. Die Älteren sind gestern Nacht, nee, heute Morgen gefahren. Und das heißt, das Haus wird jetzt hier langsam leerer. Und dann werde ich Essen kochen nachher für die Jungs. Mal gucken, was da im Kühlschrank ist. Schaue ich mal. Bin gespannt. Und jetzt hat der andere seine Basler mal vergessen hier. Sein Brot, was ich gebacken hatte. Aber das kann mein anderer Sohn gleich mitnehmen. Kein Problem. Guckt euch das an. Was ist das denn für ein Kram hier? Ich glaube, ich gehe zurück, weil sonst wird Heidi nass. Das ist ja auch doof. Komm, wir gehen nach Hause wieder. Können wir lieber nachher vielleicht da noch mal ein bisschen spazieren gehen. Genau. Also, dann bis gleich. Vielleicht auf der Fahrt nach Hamburg. Nein, wir werden nicht nach Norderstedt fahren, weil, guckt euch das an, richtig eklig, weil Norderstedt wieder so weit weg ist, dass meine Jungs da nicht hinfahren werden. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Deswegen bleibe ich dann in der Wohnung der Jungs, koche dann und gucke auch, dass die nachts dann ihr Essen haben und werde dann mal die Wohnung richtig sauber machen. Hatte ich ja schon länger vor, deswegen bleiben wir dann da, denke ich mal. Schau ich mal. Wir lassen es mal auf uns zukommen. So ist es jedenfalls geplant. Und was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Ich weiß es nicht mehr. Bis daher. So, jetzt geht die große Fahrt los nach Hamburg. Ich werde mich jetzt noch anschnallen und dann fährt mein Mann mich und Miley in die Wohnung meines Sohnes, wo wir dann erst einmal bleiben werden. Ich verlasse Bad Holzloh. Tschüss, war schön bei euch. Hat sich übergeben, wie ihr seht, ich habe das da schon weggewischt. Ein Schreck in der Abendstunde. Oh, hallo, hier bin ich jetzt im Hause meiner Söhne angekommen. Ja, jetzt
mache ich gerade Essen. Also ich werde Kartoffeln schälen, beziehungsweise bin gerade dabei. Es ist natürlich alles, ne? Mein Haushalt muss ein bisschen geputzt werden. Das mache ich aber alles morgen. Ich habe heute Kopfschmerzen wieder. Keine Ahnung warum. Miley hat sich übergeben im Auto. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und da ich da nicht mit gerechnet habe, hat sie voll unten auf die... also an der Lüftung ist doch so eine Rundung. Genau da hat sie drauf gespuckt und ist auch alles schön runtergelaufen. Ein Glück war das Fressen noch nicht verdaut. Sie hat ein bisschen von meinen Hähnchen bekommen, die ich ihr gemacht hatte, bevor ich losgefahren bin. Also es stank jedenfalls nicht. Ne? Meistens stinkt das ja auch noch so furchtbar. Diesmal nicht zum Glück. Also sie hat das, was sie so ein bisschen vorher gegessen hat, wieder ausgespuckt. Warum das? Also normalerweise macht sie das nicht. Sie hat einmal ins Auto gespuckt, als sie im Welpe war. Und seitdem ja nicht mehr. Ihr ist ein bisschen übel, das sehe ich schon. Aber und diesmal hat sie sich auch nicht hingestellt und dann so gewürgt, wie das die Hunde ja meistens machen. Sondern sie hat im Liegen rausgespuckt. Keine Ahnung warum. Ja, das war schon mal nicht so schön. Dann habe ich das Auto sauber gemacht und dann, ja, jetzt bin ich hier, wie gesagt, und werde mal so ein bisschen morgen klar Schiff machen, würde ich sagen. Heute Abend kommen meine Söhne, deswegen bin ich da bei Essens gegangen. Ich koche Kartoffeln und mein Mann muss die Mikrowelle aus Norderstedt holen. Die haben hier keine Mikrowelle und ich brauche eine Mikrowelle. Also ohne Mikrowelle kann ich gar nicht. Außerdem auch nicht genug Teller und Töpfe hier, aber ich versuche mal mein Bestes. Mikrowelle brauche ich, weil ich das Fleisch aus dem Eis geholt habe. Ich werde das mal gleich in so ein bisschen heißes Wasser tun, damit ich das schon mal braten kann. Genau. Und dann, ja, mehr gibt es jetzt hier nicht zu erzählen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ab und zu mal wieder im Laufe des Abends oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe erstmal komplett umgezogen. Da Miley, das war ja alles nicht so lecker. Die haben wir jetzt erstmal hier in die Ecke platziert. Da wird sie aber nicht bleiben, weil die kommt mit in mein Zimmer. Hier schläft dann mein Sohn, da ich dann sein Zimmer benutzen werde. Oh, ist das warm hier. Der hat das auch immer so warm. Ne? Ich mag das ja nicht. Mal ganz ausmachen. Ja, die haben immer eine schöne Aussicht hier gehabt. Natürlich war hier früher Gardinen und so dran. Das müssen wir mal wieder machen. Da waren so Rollos dran. Die sind aber nicht mehr da. Also von dieser Art. Egal, ich mache jetzt mehr weiter morgen schön die Fenster putzen. Die können wir nämlich auch richtig schön drehen, weil das Licht richtig gut ist. Ich werde mir jetzt hier irgendwie so einen Tisch hinstellen und dann kann ich vielleicht hier auch Schminkvideos drehen, weil in meinem Zimmer ist nicht so ein schönes großes Fenster. Genau, schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Und dann gehe ich in die Küche wieder. Die Fische müssen sauber, die Armen. Das Wasser ist dreckig. Das muss ich auch unbedingt sauber machen. Das sind noch meine alten Fische aus meiner alten Wohnung. Und ja, hier ist sozusagen die Küche. Die haben gestern hier gekocht. Der andere Sohn, der hier war, und die haben Suppe gekocht, haben aber keine Töpfe. Deswegen musste ich das umfüllen und werde das jetzt bei den Kartoffeln hier in diesem großen Topf machen. Da war die Suppe drin, die habe ich umgefüllt in der Pfanne. Mein Mann bringt jetzt alles aus Norderstedt mit, so ein bisschen, was wir brauchen. Und dann versuche ich mal so ein bisschen Essen zu kochen. Hier habe ich das Fleisch, das mache ich jetzt mal in so einem, ja, in so einem warmen Topf. Hier sind auch Fruchtfliegen, so 2-3 Stück. Die muss ich auch noch mal killen gleich, weil das nervt mich gerade. Ich hasse Fruchtfliegen. Ja, und dann, wie gesagt, mache ich morgen hier überall sauber. Da haben wir also eine Menge zu tun, was wir filmen können. Heute wird es ein bisschen kürzer werden. Ich bitte da um Verständnis, weil ja, vorhin habe ich noch den Rest der Sachen gepackt zu Hause und dann bin ich ja auch mit Miley draußen gewesen, haben wir uns noch gesehen. Dann haben wir noch ein bisschen im Wohnzimmer gesessen. Ich habe noch Mileys Futter fertig gemacht. Das habe ich alles in Tüten verpackt und habe ich alles auch mitgebracht. Das hat ja zum Glück heute Morgen schon gekocht. Das wäre jetzt ein echtes Problem gewesen, weil ich keinen Topf habe. Ich habe ja nur den einen, das wäre jetzt auch gegangen, aber dann kann ich kein Essen kochen, ne, für die Jungs gleich. Es ist jetzt ungefähr 20 vor 7, also eine Stunde habe ich noch Zeit und deswegen müssen wir uns ranhalten und keine Ahnung, wo ich euch hinstelle. Das muss alles warten. Also heute habt ihr mal noch nicht so viel, kann ich auch nicht erinnern. Ich mache jetzt die Kartoffeln weiter und werde das in heißes Wasser tun und dann Fleisch braten. Suppe, wie gesagt, haben die gestern schon gekocht, das ist fertig und genau, so viel dazu.